Wir kommen zur nächsten Übung, auch wieder relativ koordinativ, auch eine Basic-Übung, aber extrem wichtig. Und zwar gehen wir auf einen Fußballengang. Das heißt, erstes Ziel, Fußzehen richtig schön spreizen. Bringt die auseinander. Wir haben ja schon verschiedene andere Übungen gemacht, wo wir probiert haben, unsere Fußzehen auseinander zu bekommen. Dann drückt ihr eure Fersen hoch in die Luft, so hoch wie möglich, genau, richtig schön raus. Aktivierung auf die Wadenmuskulatur. Und jetzt lauft ihr auch wieder eine Distanz, 1-2 Meter nach vorne. Schritte so klein wie möglich. Beine gestreckt. Beine komplett, Knie komplett gestreckt. Die Aktivierung kommt dementsprechend nur aus der Hüfte raus. Und du musst ganz, ganz viel Balance unten halten. Du kriegst richtig Power in deine Wadenmuskulatur. Ich merke es tatsächlich auch im Core. Ich merke es gerade überall. Klar, das ist natürlich auch eine Rumpfaktivierung, weil du viel weniger Auflagefläche hast, deiner Füße. Und auch hier wieder 2, 3, 4 Runden wirklich mal durchziehen. Fußzehen schön auseinander. Alter, Wade explodiert gleich. Top. Ballerina-Game. Ist gut.